Herzlich willkommen zum Finale der ersten Staffel von Das Campingdinner. Heute sind wir zu Gast bei Jochen, also bei mir selber. Und ich kenne mich besser mit Blenden und ISO-Werten aus, als mit Zutaten und Zubereitungen. Aber es wird schon irgendwie werden. Wobei es heute mit Sicherheit nicht um Platz 1 gehen wird, sondern wer kriegt Platz 2 oder 3. Bleibt gespannt. Ich werde jedenfalls alles geben. Das verspreche ich euch. Da wir heute nochmal in Zwenzow zu Gast sind und wir den Platz ja schon vorgestellt haben, werde ich euch aber nachher mal einen coolen Tipp zeigen, wie man auch bares Geld sparen kann. Hallo, ich bin der Jochen. Meistens stehe ich ja hinter der Kamera, heute mal ein bisschen mehr vor der Kamera, weil heute ist mein Part dran zu kochen. Ja, Küche, Kochen. Eigentlich bin ich so Analphabet der Küche. Kaffee kann ich gut kochen, sagt meine Frau. Ich werde mein Bestes geben und ja, schaut einfach zu. Mal gucken, was bei rauskommt. Zu Gast bei Jochen. Wir freuen uns schon sehr. Als Aperitif hat er uns hier ein italienisches Destillat aus Rhabarber, gelben Enzian und Bitterorange. Vorspeise I Colori dell'Italia. Die Farben Italiens. Grün, weiß, rot. Grün könnte was mit Salat sein. Weiß, rot, rot Tomaten. Hauptgericht ist Pesce quadrato con patate e formaggi. Oh yeah, ist alles italienisch hier. Also Fisch. Lass uns überraschen, ne? Genau. Nachspeise Bianco Rosso. Bianco ist ja weiß, Rosso ist rot, also weiß und rot. Irgendwas mit weiß, Eis. Rot. Ja, es könnte eine Soße sein, es könnte aber auch was anderes sein. Ach, ich würde sagen, wir lassen uns einfach überraschen. Doch bevor es losgeht, noch ein paar Aufnahmen aus der schönen Natur. Gibt es jetzt erstmal ein Aperitif, ein Aperol Spritz auf Campingart. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Ja, ne, ich freue mich auf einen schönen Abend und ich bin auch gespannt, was das so werden wird, was ich da so noch hinzaubern werde. Alles wird gut. Ja, ne? Salute. Normal, ne? Salute. Ja. Salute. Ich glaube, du willst, dass wir ein bisschen angeschossen werden. Zur Bestechung muss ich. Schmeckt sehr gut. Jo, Plumps, fängt schon gut an. Soll ja auch nur eine Vorspeise sein und nicht zum satt werden. Ne? Also 4 Stücke reichen pro Nase. Es gibt ja welche, die kennen Salz nur vom Namen. So, jetzt haben wir das Rote, dann kommt das Weiße. Ja, man kann ja ruhig unbeholfen sein in der Küche. Man muss sich nur zu helfen wissen und das Ganze ein bisschen toll umschreiben. Jetzt wollen wir ja noch ein bisschen was Grünes hier draufbringen. Ein kleines Dressing, Öl und so ein paar andere Sachen. Plitsch, Platsch. Ich muss ja ankochen, macht Spaß. Die drei Farben Italiens. Ja, jetzt sind wir soweit. Sieht aber sehr gut aus. Die Farben Italiens, ne? Ja. Guten Appetit. Ja, danke schön. Ebenso. Und wart ihr jetzt schon mal in der Umgebung hier? Thank you.
finde es ja auch bemerkenswert, dass die hier am der kleine Kiosk hier am Campingplatz, dass die ganz kommode Preise haben. Das liegt daran, dass die dieser Campingverbund Haveltourist, dass die da als Großeinkauf fungieren und dann beliefert werden. Und das finde ich wirklich toll. Da muss man nicht jetzt so zwangsweise in die Stadt fahren. Ja, dann wollen wir uns jetzt mal an den Kartoffelstampf machen. Damit da ein bisschen Geschmack reinkommt, muss da auch ein bisschen Fett rein. Circa 500 Milliliter sollte das jetzt ergeben. So, da fehlt noch was. Genau, so ein bisschen I-Tüpfelchen. Italienisch, Pesto. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, Pesto reinzumachen? Naja, es soll ja so ein bisschen italienischen Flair haben. Hast du denn schon mal zu Hause Probe gekocht? Spiegelei. Ich habe auch schon mal Kartoffelbrei gemacht, ja. Richtigen, selbstgemachten? Ja, so einen selbstgemachten, wie den jetzt hier. Nein, stopp! Das muss erst kochen, dann kannst du es reinrühren. Ja, erst mach nochmal Stopp. Nein, ich mach nicht Stopp, ich lasse es so. Nun gut, ich wollte euch ja sowieso noch einen kleinen Tipp weitergeben. Wer kennt das nicht, dass bei dem Gasherd sich irgendwann diese kleinen Gummimuffen auflösen und dann fangen die Auflagen für die Töpfe mächtig an zu klappern. Was insbesondere während der Fahrt ganz schön nervig sein kann. Diese hitzebeständigen Gummimuffen werden zu Fantasiepreisen gehandelt. Anstelle der Original-Gummimuffen kann man auch hitzebeständigen Silikonschlauch verwenden. Nur passt der nicht so ohne weiteres in die vorgesehenen Löcher. Aber wenn man den Schlauch etwas zusammendrückt und mit der Schere zwei kleine Auskerbungen reinschneidet, dann klappt das Ganze wunderbar und das Klappern hat ein Ende. In der Zwischenzeit können wir uns aber hier um das Beste aus dem Meer mal kümmern. Was wird das sein? Tja, Fischfilet. Hast du geangelt? So guten Fisch kann ich gar nicht angeln. Also, ich denke mal, hier ein bisschen Öl kann ich schaden hier. Das wäre ganz gut. Du schaffst das schon. Ja, das ist jetzt wieder was für Tetris-Spieler hier. Warum schwenkst du hin und her? Weil das gut aussieht. Ich habe das schon mal gesehen, das andere machen das auch so. Und was meinst du, welche Punkte würdest du dir heute geben für dein Menü? Ich freue mich über jeden Punkt, den ich kriege. Flüssige Vorbereitung sollte jetzt so sein, dass man jetzt hier den vorbereiteten Kartoffelstampf dazugeben kann. Dann, ob das Mischungsverhältnis so richtig war, ich bin mir da nicht sicher. Naja, gut, auf der Packung stand alles rein damit, also rein damit. Oh, sieht ja gar nicht schlecht aus. Und was machen die Fischstäbchen? Da sollte ich vielleicht mal nachgucken. Oh. Ja, ich muss sagen, die sehen schon recht lecker aus. Ich bin begeistert von mir. Was machst du da jetzt drauf? Parmesan. Ich weiß jetzt nicht, was das werden sollte, aber das ist es geworden. Ja. Man könnte natürlich noch einen kleinen Farbklecks. Und was nimmst du da? Pesto hatte ich hier noch stehen von vorhin. So, der Hauptgang ist soweit. Ich würde mal sagen, ich habe das Beste gegeben. Einfach, primitiv, primitivo. Das passt. Danke sehr. Dann lasst es euch schmecken, beziehungsweise lasst uns erstmal anstoßen. Mhm. Ja. Salute. Wobei, ich kann das überhaupt gar nicht verstehen, diese Sterneköche, was die da für ein Aufheben machen, weil guckt euch das mal an. Ne? Ja, also, das ist immer gut aus. Was lachst du? Ja, Supermaus. Ja, Supermaus, genau, so seht ihr es auch. Perfekt. So, was gibt es denn jetzt Schönes? Ja, Weiß und Rot. Ich habe da bei anderen gesehen, dass man da auch viel verkehrt machen kann. Und deshalb habe ich mir gedacht, geh mal auf Nummer sicher. Weil hier haben andere sich schon richtig viel Mühe gemacht. Ich bin ja eher pragmatisch eingestellt und sag mir, man muss die Arbeit nicht doppelt machen. So, so. Du machst es dir ja doch ziemlich einfach. Weiß doch keiner. Das stimmt. Ich sag mal, Aufwand zu Ergebnis, 10 Points. Oho, er hat dazugelernt. Ist das ein Bild? Rot-Weiß gibt es jetzt. Rot-Weiß, nein. Sag mal,
aufwandsoptimiert. Ja, ja, dann lass durchschmecken. Ja, danke. Du hast es geschafft. Ich habe es fast geschafft. Wollte ich sagen, irgendwas erinnert mich hier. Wo der schmeckt. Irgendwo in der Ecke, ne? Das sind sogar Schokostücke. Wollte ich gerade sagen. Habe ich eben auch geschmeckt. Das tut mir wirklich sehr leid, das war keine Absicht. Das war schlimm, besser nur, ja. Ich muss sagen, mir hat es geschmeckt. Na gut. Ja, das ist schön, dass es euch geschmeckt hat. Ich denke mal, so einen kleinen Absacker so zum Abschluss. Das, ja. Ja, dann Salute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und geschmeckt. Und ich hoffe auf ein nächstes Mal. Salute. So, dafür, dass mein Schatz ein Analphabet im Kochen ist, hat er das ganz gut gemacht. Ich bin satt geworden. Es hat mir sogar geschmeckt. Ich fand das toll mit dem Pesto-Dressing bei den Tomaten-Mozzarella. Ja, der aufwendige Kartoffelbrei, da war sogar Pesto drin. Das habe ich geschmeckt. Der Nachtisch war simpel, aber genial, weil es ist eben Camping. Und da muss man wirklich auf solche verrückte Ideen kommen. Ich bin mega satt geworden, auch von den 5 Fischstäbchen. Ich hätte nicht gedacht, dass die so satt machen. Und von daher gebe ich meinen Schatz heute von Herzen. So, heute waren wir ja bei Jochen und es hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Gefällt mir eigentlich immer gut. Und naja, fand ich alles sonst ganz nicht schlecht. Nur mit dem Hauptgericht, naja, kann ich mich nicht ganz anfreunden. Ich weiß nicht, wie man Kastenfisch aus dem Meer kriegt. Aber was soll's. Gut, meine Beurteilung, ich würde sagen, ja, wir waren ja heute bei Jochen zu Gast. Er hat es wirklich schön gemacht den Abend, alles auch italienisch. Und es hat sich ein roter Faden durch den ganzen Abend gezogen. Mir hat es sehr gut geschmeckt. Ich bin mega satt jetzt. Und ich muss es aber auch so ein bisschen vergleichen mit Sannes Menü und mit Bernds Menü. Und von daher, lieber Jochen, ich würde dir gerne einen halben Punkt mehr geben. Aber es geht ja nun mal leider nicht. Aber du kriegst von mir ganz Liebe. Dann sind wir ja mal gespannt, was bei rausgekommen ist. Auf die Plätze, fertig. Los. 25. 24. 30. Hey! 2 ja. Zwei erste Plätze. Herzlichen Glückwunsch. Bin ich immer nicht letzter geworden. Zwei wohlverdiente Gewinner. Toll. Ja, dann darf ich dir auch reichen. Eine Urkunde. Schaut mal. Das Campingdinner kann ich mir in die Küche hängen. Ja, ich würde sagen, da sind wir so spendabel und geben doch mal einen aus, oder? Richtig. Also Gewinnerin, komm, du darfst öffnen. Hat ja Spaß gemacht, das war wichtig. Das ist die Hauptsache. Ne? Alles genau, andere. War wirklich lustig. Auf die Siegerinnen. Auf uns alle. Salute. Auf uns alle, genau. Salute. Ja. Salute. Und ich hoffe, bis bald, dass wir uns mal bald wiedersehen. Ja. Ja. Tschüss. Und denkt dran, liken, abonnieren und teilen. Genau, tschüss. Ganz wichtig. Tschüss. Ciao. Tschüss.